We are also providing Ukraine with new capabilities. I'm able to confirm, as you've heard from others, that in February, the President directed his team to provide Ukraine with a significant number of ATACMS missiles for use inside Ukraine's sovereign territory. Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Bevor wir gleich mal weitergehen zu diesen ATACMS-Raketen, geliefert von den Amerikanern in die Ukraine, gehen wir zuerst mal nach Litauen. In Litauen, da tut sich auch so einiges. Ja, ich lese vor. Die Quelle ist merkur.de. Ukraine bekommt Albatros-Kampfjet. NATO-Land gibt seine letzte Reserve. Das ist mal wieder bezeichnend, ja. Ein NATO-Land gibt wieder mal sein letztes Hemd. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn pur. Aber jetzt bleiben wir mal ein bisschen objektiv und lesen mal weiter rein, ja, in diesen Artikel. Die NATO-Staaten forcieren die Waffenlieferungen für die Ukraine wieder deutlich. Ein baltisches Land, Litauen, haben wir eben gesagt, geht bei einer Teilstreitkraft bis an seine Grenzen. Den Artikel, der folgt, überspringen wir, der ist nicht relevant. Gegen Wladimir Putin. Litauen sendet der Ukraine sein letztes Kampfflugzeug. Die senden ihr letztes Kampfflugzeug in die Ukraine. Das ist schon Wahnsinn. Während die USA gerade 61 Milliarden Dollar an Militärhilfen inklusive Bradley-Panzer freigegeben haben, hat nun auch Litauen ein weiteres Mal bei seinen Waffenlieferungen nachgezogen, zugeschlagen würde ich sagen, und Kiew sein letztes verbliebenes Kampfflugzeug für die Gefechte im Ukraine-Krieg zur Verfügung gestellt. Die haben da wirklich geschrieben für die Gefechte. Das bringt mir so ein Grinsen ins Gesicht, ja. Ich sag euch gleich warum. Ich lese erstmal weiter. Die Rede ist von der L-39ZA Albatros aus einstmals tschechoslowakischer Produktion. Bevor wir jetzt mal weitergehen in den Artikel folgendes. Die Albatros, das ist ein Kampfflugzeug, das findest du heutzutage eigentlich nur noch in den afrikanischen Staaten. Nigeria zum Beispiel hat diesen Albatros. Der Albatros, das ist eine Ikone, ein uraltes Ding aus der Tschechei. Der Erstflug fand statt, da war ich 7 Jahre alt. Heute bin ich 63. Also der Erstflug 1968 in Dienstnahme 1971. Das Ding hat eine 23 mm Kanone, Flugabwehrkanone, ja. Also Luft-Luft-Kanone, Luft-Boden-Kanone. Und es ist wirklich ein uraltes Ding. Und ich befürchte, weil vorhin die Sprache auf Gefechte kam, ich befürchte, dass du mit so einem Ding null Gefecht liefern kannst. Man müsste meinen, dass sie das Ding darüber geschickt haben, um die Müllhalden in der Ukraine so ein bisschen mehr zu bereichern, mit ein bisschen mehr Metall zu bereichern. Weil das Ding ist nicht operationell, das ist zwar einsatzfähig, das kann auch fliegen, aber es kann auf keinen Fall irgendwelche Gefechte führen in der Luft. Auf keinen Fall. Die Russen haben die Lufthoheit in der Ukraine und im ganzen Kriegsgebiet und da taucht plötzlich eine Albatros auf. Ich glaube, die russischen Piloten, die würden zunächst mal einen riesen Schrecken kriegen, würden nachdenken, boah, wo haben wir das denn zum letzten Mal gesehen, das Ding. Ja? Also, Albatros, ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Ding, wo ich mir sage, wie kannst du sowas liefern? Das ist mehr eine Last, als dass es eine Hilfe sein kann, ja. Aber jetzt lesen wir erstmal weiter rein in den Artikel zur Erinnerung, Quelle merkur.de. Das litauische Verteidigungsministerium hatte am 20. April die Lieferung an die Ukraine bestätigt. Die Maschine wurde auseinandergeschraubt und per Tieflader in den Krieg geschickt. Mit dem Flugzeug hatten die Litauer zuvor ihre wenigen Luftwaffenoffiziere im Fliegen ausgebildet, damit sie überhaupt die Grundvoraussetzungen dafür mitbringen konnten, um in Trainingsprogrammen befreundeter NATO-Partner modernere und schlagkräftigere Kampfjets kennenzulernen. Und ich persönlich befürchte, dass sollte dieser Albatros irgendwo im Luftraum sichtbar werden, ja, über dem Gefechtsfeld in der Ukraine, dann würde dieser Albatros vielleicht eine Überlebenschance von 4 Stunden haben. Genau wie die Soldaten an der Front. Wir müssen das Ganze auch ein bisschen objektiv sehen. Aber macht es wirklich Sinn, gleich so viel zu liefern, dass wir im Falle eines Angriffs von Russland auf ein NATO-Land, Deutschland zum Beispiel, dass wir wirklich blank dastehen, dass wir blank gezogen haben, dass wir nichts mehr haben, um unsere Verteidigungsfähigkeit wirklich auf einem Top-Niveau zu haben? Macht das Sinn? Also ich finde nicht. Ich finde, wir sollten nur so viel abgeben, wir sollten bis zu einer gewissen Schmerzgrenze gehen. Und wenn wir dann merken, hoppla, wir hätten jetzt Probleme bei uns im eigenen Land, weil wir mit dem, was bleibt,
eigentlich keine Armee der Welt mehr davon abhalten könnten, bei uns einzudringen, ja, uns anzugreifen, da muss irgendwo jemand die Alarmglocken zum Schrillen bringen. Und das ist eigentlich Job vom Verteidigungsminister. Wenn ich jetzt zum Beispiel Verteidigungsminister von irgendeinem NATO-Land wäre, ja, Italien, Frankreich, Deutschland, Haumigblau, Litauen und so weiter, ich erspare mir den Rest, dann würde ich zum Kanzler gehen oder zum Präsidenten und würde sagen, stopp, so geht's nicht weiter. Wir haben unsere eigene Landesverteidigung sicherzustellen. Diese Landesverteidigung muss in Beton gegossen sein. Da dürfen wir keinen Zentimeter abweichen davon. Wenn ihr die Politiker jetzt alles rüberschickt in den Osten, wie stehen wir denn dann da, die Soldaten? Was machen wir, die Armee? Wir, die dafür verantwortlich sind, dass ihr gut schlafen könnt. Ich meine, da muss zumindest eine Sache gegeben sein, und das ist, dass die Rüstungsindustrie auf Hochtouren läuft. Damit wir das, was rausgeht, irgendwie wieder ersetzen können. Was rausgeht, muss automatisch wieder reinkommen, damit wir nicht dastehen wie die Deppen im Falle einer Verteidigung. Ja? Und das muss sichergestellt sein, dass wir das können, Verteidigung, dass wir unser Land verteidigen können. Das ist ganz klar. Und anders geht das nicht. Ja? Also den Mann, den wir vorhin haben reden hören, ja, auf meinem Bildschirm, das war Jake Sullivan. Ich lese mal vor. USA bestätigen stillschweigende Lieferung von ATAC-MS-Raketen. Was das für Raketen sind, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja? Die Ukraine hat von den USA zur Verteidigung gegen Russland weitreichende ATAC-MS-Raketen erhalten. Die Präzisionswaffen seien von der US-Regierung im Stillen genehmigt worden, teilte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan mit. Die seien Teil eines von den USA im März bekannt gegebenen Notfall-Militärpakets für die Ukraine gewesen, dort aber nicht explizit aufgeführt worden. Und warum sie nicht explizit gelistet wurden, das sagt Jake Sullivan auch, nämlich um die operative Sicherheit der Ukraine auf deren Ersuchen hin aufrecht zu halten. Ja, und hier das Ganze nochmal im Zusammenhang. We are also providing Ukraine with new capabilities. I'm able to confirm, as you've heard from others, that in February the president directed his team to provide Ukraine with a significant number of ATACMS missiles for use inside Ukraine's sovereign territory. That shipment started moving in March as part of the PDA that the president authorized on March. Das heißt, wie wir gerade gehört haben, wurden diese ATAC-MS-Raketen bereits im März geliefert. Und zwar stillschweigend. Da wusste angeblich keiner davon, ja? Jetzt gehe ich mal in der Kurzfassung auf diese Raketen ein. ATAC-MS steht für Army Tactical Missile System. Diese Raketen, das sind Kurzstreckenraketen, können bis zu 300 Kilometer fliegen. Das heißt, sie haben eine taktische Reichweite von 300 Kilometern. Ist aber nicht so, dass das eine Rakete ist, die irgendwo einschlägt, ja? Sondern bevor diese Rakete ihr Ziel erreicht oder über ihrem Ziel, wird sie sich auflösen in Hunderten von kleinen Bomblets. Bomblets, das sind kleine Bomben. Und diese Bomben, die werden dann zu Boden gestreut. Ist also eine Streumunition. Und diese Streumunition ist mega gefährlich. Ich lese mal weiter aus der gleichen Quelle. Die Quelle ist Ostnews Faktencheck. US-Regierung. ATAC-MS-Lieferung könnte deutscher Debatte Impulse geben. In Washington besteht nach Angaben eines US-Regierungsvertreters die Hoffnung, dass die Lieferung von diesen ATAC-MS-Marschflugkörpern mit größerer Reichweite an die Ukraine Impulse für die deutsche Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern geben könnte. Das heißt, die Amerikaner haben diese Waffen vielleicht auch deshalb geschickt, diese ATAC-MS-Raketen, um damit die Deutschen ja, in eine Position zu bringen, wo sie dann sagen können, okay, guckt mal, wir liefern und ihr macht das nicht. Ja? Das heißt, die üben Druck auf die deutsche Regierung aus. Und ich glaube, das ist ein ganz gemeines, unfaires Spiel hier. Ja? Weil der Kanzler Scholz hat gesagt, nein, Taurus wird nicht geliefert. Und er hat es dreimal wiederholt. Aber ich denke, wir hatten anfangs gesagt, okay, wir liefern keine Waffen. Dann sind Waffen geliefert worden. Wir liefern keine Panzer. Dann sind Panzer geliefert worden. Wir liefern keine Raketen. Dann hat man Raketen geliefert. Also ich denke, dass die Taurus auf keinen Fall vom Tisch sind. Das ist eine Option. Und die Amerikaner, die spielen damit ein bisschen Zünglein an der Waage, damit Kanzler Scholz seine Meinung ändert. Ganz klar. Und damit wollen sie auch sicherlich in Frankreich einen Impuls setzen. Aber auch, wie gesagt, in Großbritannien, also in Paris und in London, damit eben Paris mehr Scalp-Raketen schickt und England mehr Storm Shadows. Wenn man sich jetzt die ganze Sache, den Ukraine-Krieg, mal so nüchtern betrachtet, dann geht mir immer wieder eine Sache durch den Kopf. Wir müssen uns mal die Frage stellen, oder ich stelle mir immer die Frage,
Wem nützt der Krieg in der Ukraine? Wir Deutschen, wir hatten mit den Russen kein Problem. Die Franzosen haben oder hatten mit den Russen kein Problem. Die Schweizer und die Österreicher genauso. Die hatten mit den Russen kein Problem. Auf Deutsch ausgedrückt, den Europäern nützt ein Krieg gegen Russland auf keinste Art und Weise. Und jetzt sind wir fixiert. Nutzen. Wer hat einen Nutzen aus dem Krieg Ukraine gegen Russland? Und wenn wir die Antwort auf die Frage haben, wem der Krieg denn nützt, dann könnten wir vielleicht mal gemeinsam über den Blödsinn nachdenken, über den Zinnober, den wir gerade veranstalten. Ja? NATO greift an, NATO rückt Richtung Osten, NATO 90.000 Mann im Einsatz und so weiter und so fort. Ja? Das bringt uns nichts. Das bringt uns nicht weiter und das ist für uns von keinerlei Nutzen. Ja, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, mit diesem Gedankenspiel verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch allen da draußen Gesundheit. Ich wünsche euch all das, was ihr euch auch wünscht. Ich wünsche uns allen Schutz und Sicherheit. Ich melde mich ab. Amitié Legionnaire. Bin da mal weg. Euch ein tolles Wochenende. Tschüss, bye bye. Danke fürs Zuhören.